Was würde passieren, wenn wir mit einem Raumschiff in den Jupiter reinfliegen? Könnte man durch ihn hindurchfliegen? Immerhin besteht er ja aus Gas. Der Jupiter ist der 5. und größte Planet in unserem Sonnensystem und befindet sich etwa 600 Millionen Kilometer weit entfernt von unserer Erde. Wenn wir uns mit unserem Raumschiff dem Jupiter nähern, würden wir bereits mit einer großen Geschwindigkeit in Richtung Oberfläche gezogen werden, denn seine Masse ist deutlich größer als die der Erde und deswegen haben wir auch eine deutlich höhere Gravitation. Wenn wir jetzt in seine oberste Gasschicht eintauchen, könnten wir tatsächlich etwa 20.000 Kilometer weit fliegen, denn diese besteht aus gasförmigem Wasserstoff und Helium. Je tiefer wir aber kommen, desto größer wird der Druck und die Temperatur. Dadurch würden wir an einem gewissen Punkt stecken bleiben, denn das Gas wird durch den Druck erst flüssig und irgendwann sogar fest. Forscher vermuten hier sogar die seltene Existenz von metallischem Wasserstoff. Bis zum 36.000 Grad heißen Jupiterkern, der aus Eis und festem Gestein besteht, würden wir es also gar nicht mal schaffen. Wir würden einfach nur völlig sinnlos sterben.